Tja, meine Wand, die ist noch nicht ganz fertig. Also die Ecken und Kanten, die habe ich schon gestrichen. Was fehlt? Klar, die große Fläche. Und die wird jetzt gerollt. Und das kennen Sie, da tropft die Farbe von der Rolle. Dann läuft die Farbe an der Wand herunter und die Spritzer, die fliegen mir zum Beispiel auf die Brille. Eine ganz schöne Sauerei. Diese Erfindung von Malermeister Günter Kosig soll das vermeiden. Es ist eine Farbrolle mit Spritzschutz. Es ist der erste Tropfschutz, den man zurückziehen kann. Und das erleichtert die Aufnahme der Farbe. Okay. Dann Tropfschutz wieder nach vorn schieben und losrollen. Doch, was ist das? Tja, also Sie hören, bis ganz hoch komme ich mit der Rolle nicht, weil dann der Spritzschutz an der Wand schabt. Aber dafür gibt es auch eine Lösung, und zwar diese Abstandshalter hier. Die kommen in die Schale. Damit guckt die Rolle etwas mehr hervor. So kann ich auch weiter oben besser streichen. Aber funktioniert der Tropfschutz auch? Also auf meiner Brille hier sind zumindest keine Spritzer drauf, wie sonst üblich. Und die müssten stattdessen jetzt alle hier oben in dieser Tropfschale sein. Gucken wir mal. Ja, also hier sind Tropfen zu sehen und viele, viele kleine Spritzer. Das wäre sonst alles irgendwie auf mir drauf gelandet oder eben auf dem Boden. Tja, und wenn ich jetzt eine Pause machen möchte oder morgen weiterrollen, dann muss ich die hier nicht sauber machen, sondern, passen Sie mal auf, ich nehme die Abstandshalter raus und dann nehme ich diesen Deckel hier, setze ihn oben drauf, so, ja, so ein bisschen mit Talent und Geschick, und dann habe ich eine Frischhaltebox für die Rolle.